Die häufigsten Allergieauslöser im Gebäck, das ist Milch, Milchprodukte, sind Eier, Weizen und Nüsse. Zum guten Glück gibt es heute für jedes ein Ersatzprodukt. So muss niemand auf die Weihnachtsgutzli oder Geburtstagstorte verzichten. Für diejenigen, die eine Kuhmilch-Eiweiss-Allergie haben, denen kommt die vegane Ernährung sehr zu gut. Weil dank ihnen haben wir sehr viel Kuhmilch-Ersatzprodukte, nämlich die pflanzlichen Trink, Joghurt, Rahm, aber auch Käse, wo daraus sehr feine Rezepte online zu finden sind. Eier haben vor allem Kleinkinder die Allergie und Eier kann man ersetzen durch zum Beispiel Bananen, Äpfelmus, Leinsamen, aber auch im Handel sind Eiersatzpulver. Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Gebäck man für was die Eier muss ersetzen muss. Personen, die eine Nussallergie haben, für die habe ich einen besonderen Tipp. Im Reformhaus oder online gibt es die sogenannte Erdmandel, auch Jaffas genannt. Ist aber gar nicht verwandt mit Nuss und sie kann man eins zu eins ersetzen. Hat man gerne ein bisschen die gröbere Konsistenz, nimmt man Erdmandeln, Nüsse. Es gibt aber auch gemahlen oder Flocken. Hinter dem Begriff Gluten, das ist das Klebereiweiß, wo vor allem im Protein, im Getreide von Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, aber auch Urdinkel, Grünkern, Emmer, Kamut enthalten ist. Glutenfrei wären zum Beispiel Hirse, Buchweizen, aber auch Kichererbsen, Kokosmehl, Mandelmehl. Es gibt ganz viel, fängt heutzutage. Das Gluten, das eben im Weizen enthalten ist, hat die besten Backeigenschaften. Alle alternativen glutenfreien Mehlsorten, da hat jedes Mehl seine eigene Backeigenschaft. Und man kann nicht ein bestehendes Rezept, nicht zum Beispiel einen Marmorkuchen und die 200 Gramm Mehl einfach durch zum Beispiel 200 Gramm Kichererbsen oder 200 Gramm Reismehl ersetzen. Das klingt nicht. Die glutenfreie Backwelt ist sehr anspruchsvoll und da lohnt sich, dass man nach bestehenden Rezepten backt. Ob Quarkdot oder Buttercreme, jetzt gibt es etwas sehr Freudiges für Personen, die eine Laktoseintoleranz haben. Personen, die eben Milchzucker nicht gut verträgen, gibt es fast alle Milchprodukte in laktosefreier Form, die man eins zu eins übernehmen kann. Also jede Vanillecreme klingt, jede Buttercreme klingt und das erleichtert es natürlich gewaltig, wenn man eben backen will. Die laktosefreien Produkte haben noch einen weiteren Vorteil. Sie sind leicht süßliche, weil der Milchzucker, der ist ja fermentiert worden. Das heisst eben gespalten, dass er kein Darmproblem auslösen und er liegt nachher nicht im Zweifachzucker, sondern im Einfachzucker vor. Und Einfachzucker sind für uns süßer. Also, Sie dürfen ruhig etwas weniger Zucker nehmen, wenn Sie laktosefreie Milchprodukte zum Backen brauchen.